fahre jetzt mal. Also ich saß jetzt mal zu Hause, mir war echt ein bisschen langweilig. Beziehungsweise nicht langweilig, ich hatte eigentlich sehr viel zu tun, aber dieses Rumsitzen, das nervt extremst. Hi. Das UK, weißt du, was ich mache? Ich gehe jetzt zu Playa Punta Esmeralda. Das ist ein Strand am Ende von Playa del Carmen. Mal sehen, wie das ist. Soll cool sein. Also, aufs Fahrrad. Und los geht's, wa? Ja, heiß ist das. Heiß, Leute. Heiß. Aber ich beschwöre mich nicht. Ich sag's nur, das ist nur heiß. Du weißt, der Blend weißt. Also um hier drauf zu kommen, auf diesen Strand, da vorne ist er, muss man A, Maske tragen und B, hinter mir sind zwei Männer, die verteilen Desinfektionsmittel für die Hände natürlich und messen deine Temperatur. Muss ich gucken, wo ich mein Rädel hier parken kann. Naja, ich schließe es dich mal hier an. Ist okay. Hier, am Mülleimer. Wow. Das hier auch nette Apartments, ne? So zum Leben. Ja, da lebt man, da schläft man, dann wacht man auf und dann geht man dahin zum Baden. Ja, könnte ein gutes Ding sein. Ich glaube, ich gehe noch kurz was. So ein Juice trinken oder so ein Juice, weißt du, you know. So einen Saft hole ich mir, glaube ich, oder irgendwas. Ich will was trinken. Und später geht's ins Gym. Heute gehen wir mal ins Gym. Beziehungsweise ich gehe ins Gym und dann nehme ich diese Kamera mit, dieses Telefon. Und dann zeige ich, was für ein Gym das ist. Das ist ganz nice. Also Gym, Fitnessstudio. So englisch. Unbelievable, right? Nee. Also ich gehe nachher noch ins Fitnessstudio. Und dann zeige ich mir, was das für ein Fitnessstudio ist. Weil es ganz nice. Ist ganz super. Es ist nämlich am Strand. Im Sand. Und dann trainiert man mit so Holzklotzen und so Kram. Und Seilen und so. Und Körben. Mhm. Machen wir mal. Es ist 16.25 Uhr, jetzt wird gewartet auf Kollegen hier. Mein Nachbar, der wohnt eigentlich da drüben. Auch mein Fitnessstudio-Partner, so gesehen. Und dann gehen wir mal Pump machen, ein bisschen. Ja. Der letzte Pump, bevor er eine Woche nach Nicaragua geht. Ich glaube, das ist Nicaragua, oder zwei Wochen, ich weiß nicht, wie lange er geht. Auf jeden Fall, danach werde ich auch mal 10 Tage allein gehen. Jo. Also warten wir mal auf diesen Kollegen hier. Laut meiner Uhr bist du eine Minute zu spät. Get up, bitch. 2 Minuten zu spät. Get up, bitch. Guck mal, das ist ein richtiger Sportler. Schön mit Kippe. Bist du stiff, oder? Bist ein bisschen stiff heute? Bin immer stiff. Bist immer stiff. Guck mal, oder? Nice Haarschnitt, sag mal. Nice. Sweet. Gerade eben, oder was? Ja, voll. Sehr gut. Für Guatemala. Nice. Da ist was los, ne? Zack, weg. Schuhwerk ausziehen natürlich ist sehr wichtig. Wenn man will. Okay. Trainer,
zeig mal Muckis. Hat neulich 100 Kilo gedrückt, da drüben. Ja. Beach Club, Gym, Karibisches Meer. Ich so 5 Kilo, Mann. So 5 Kilo. Guck mal hier, was ich mit den 5 Kilo mache. So. Was machst du mit den 5 Kilo? In den Busch werfe ich die 5 Kilo. In den Busch. Hier auf Mann. Jawohl. Dies, das, Ananas. Fertig mit dem Fitnessstudio. Und jetzt gehen wir zu so einem, wie heißt es, Grillbude. Ne? Da gibt es Hühnchen. Lecker Hühnchen. Lecker billig Hühnchen, voll mit Antibiotika höchstwahrscheinlich und was weiß ich was. Für den Preis schon. Hier ist so dein Laden. Haben wir noch was oder ist es vorbei? Yes. Das ist so der Laden hier. Mega nice. Hier gibt es Hähnchen. Es gibt ein ganzes Hähnchen, es gibt ein halbes Hähnchen, es gibt drei Viertel Hähnchen. Und es gibt ein Viertel Hähnchen. Und es gibt, wenn du willst, zwei Hähnchen. Was ist eigentlich Costilla? Weißt du das? Ein Kilogramm Costillas. Das ist Hähnchen Costilla. Frisch vom Grill. Gracias. Ja. Geil. Frisch vom Grill. 2,50. 2,50, schon krass, ne? Super scharf das Zeug, ne? Ich dunkle schon ein bisschen, weißt du? Schon klar. Oh ja. Da geht das Steffi morgen. Happy am Eingang, happy am Ausgang. Du weißt, der Blatt weiß.